Die aktuelle Situation bei AMC Entertainment ist eher relativ neutral. Wir sind gefangen in einer ewig langen Seitwärtsbewegung, die scheint nie aufhören zu wollen. Und gerade da können wir am heutigen Abend vielleicht schon eine Art Hoffnungsschlag kriegen, der gleichzeitig positive einzelne Impulse mit in den Aktienkurs von AMC Entertainment bringt. Jetzt handelt es sich um die einzelnen Quartalzahlen. Diese werden am heutigen Abend spät in der Nacht filmigerweise vorgestellt. Ihr könntet das selbstverständlich live verfolgen. Aber wir werden im heutigen Video eher auf die Prognosen hier für diesen Quartalsbericht eingehen und gucken dann im morgigen Video und gleichen das Ganze dann mit den Prognosen ab. Das heißt, die heutige Analyse hier bei AMC Entertainment geht um die einzelnen standardisierten Merkmale, die einzelnen Kaufsignale, Prognosen, aber auch Statistiken und zudem heute als kleines Bonus die Quartalzahlen. Das alles im heutigen Video. An der Stelle aber erstmal Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Analyse hier Daily AMC bei Trading Joe. An der Stelle würde ich sagen, fangen wir direkt an und ich würde sagen, dass mir die Quartalzahlen das aktuell so spannend, das schieben wir direkt bemisst der Relevanz relativ weit am Anfang und damit können wir direkt schon mal anfangen. Wir können hier eigentlich bei AMC Entertainment bei der Hauptwebseite gucken, Upcoming Events, also die anstehenden Events hier heute am Dienstag, den 1. März, können wir auch genau sehen, dass hier die Quartalzahlen stehen. Ihr könnt auf den Link klicken, dann kommt ihr zu dieser Webseite und da muss man sich einwählen und kann dann sozusagen den Live-Bericht hier angucken. Das Ganze ist dann aber, wie gesagt, immer ein kleines bisschen später. Ihr seht die Uhrzeit, das verrät eigentlich schon einiges. Das heißt, die Uhrzeit wäre jetzt umgerechnet 23 Uhr abends am heutigen Tag. Damit sind die Börsen auch schon geschlossen, von daher ist das auch erstmal nicht so relevant. Das Ganze wird wahrscheinlich mit in den morgigen Morgen reingezogen. An der Stelle haben wir jetzt hier die Quartalsberichte. Das ist erstmal so gut und so weiter, steht erstmal an. Aber wir wollen die Prognosen sehen und die können wir hier auf dieser wunderschönen Webseite einmal kurz abchecken. Wir sehen die einzelnen Punkte, wo es fundamental eigentlich etwas detaillierter drauf ankommt. Wir sehen die einzelnen Daten im Vergleich. Haben wir jetzt auch Prognosen bereits schon für das Jahr 2023 gemacht. Die Marktkapitalisierung ist sozusagen der Unternehmenswert. Wie viel ist das Unternehmen hier am Markt als Marktkapitalisierung wert? Dann haben wir natürlich einen Unternehmenswert, den KGV-Kursgewinnverhältnis. Dazu kommt es aber auch erstmal nicht so stark drauf an. Wir gucken uns als erstes mal diese Statistik an. Ich glaube, das ist ein kleines bisschen einfacher hier zu erklären. Wir sehen als erstes das Jahr 2020 mit dem etwas größeren Peak nach unten. Bedingt durch Corona haben wir einen relativ großen Nettomarge im negativen Bereich und die Umsatzrendite ist ebenfalls extrem stark abgestürzt, damit mit einem Minus von ca. 230 bei der Nettomarge bzw. 270 bei der Nettomarge und 230% im roten Bereich bei der Umsatzrendite. Ein bisschen verwirrend, aber ich hoffe, man kommt da jetzt noch hinterher. Ihr seht aber, dass dieser kleine Peak jetzt durchschnittlich gekennzeichnet von diesen zwei Graphen wieder gut nach oben steigt. Das heißt, wir haben natürlich die Quartalsberichte von Q3 2021 schon gehabt, aber das vierte Quartal steht eben aus und das ist der Jahresblick der einzelnen Quartalszahlen für das vierte Quartal im Geschäftsjahr 2021, die dann halt am heutigen Abend präsentiert werden und gerade da hoffen wir auf eine schöne Resultate, auf positive einzelne Zahlen, wie zum Beispiel auch teilweise im letzten Bericht und da wollen wir ein kleines bisschen detaillierter hingucken. Wir sehen jetzt zum Beispiel das Geschäftsjahr 2021, Q3, wir haben schon einen Anstieg positioniert, wir sind in diesen steigenden Trend gekommen und jetzt will ich hier ein kleines bisschen mal rummalen, das machen wir mal eben kurz so und jetzt sehen wir auch hier ein relativ gutes Verhältnis, dass hier einzelne Punkte oder beziehungsweise ganz vereinfacht gesagt, die Grafik beginnt in diesem letzten Geschäftsjahr 2021 zu steigen. Das ist ein positiver Punkt und dementsprechend, wenn wir jetzt einfach mal drauf achten, wo das Geschäftsjahr beziehungsweise die anderen Prognosen hier sind für 2021, dass wir genau dieser Balken hier, das sollte dementsprechend noch höher ausfallen als der Balken davor. Und das wollen wir sehen, das ist positiv. Je nachdem haben wir jetzt auch noch den Jahresvergleich, der ebenfalls positiv ist. Hier aber kurz einmal die Prognosen, die werden wir auch nur kurz abrattern, morgen im Vergleichsvideo gucken wir da etwas detaillierter hin. Und damit fangen wir an, Geschäftsjahr 2024, die einzelnen Prognosen hier in blau gekennzeichnet. So, hier fehlen natürlich noch die Einheiten, das ist immer in US-Dollar bzw. in Millionen US-Dollar, hier ein Umsatz von ca. 1,114 Millionen US-Dollar, ein EBITDA, also ein Gewinn vor steuerliche Abzüge von 100 Millionen US-Dollar, dann haben wir ein Betriebsergebnis, auch hier umfasst das dieses EBIT von minus
85, 58,9 Millionen US-Dollar. Dann haben wir die Umsatzrendite. Hier haben wir leider eine etwas negativere Performance, aber im Vergleich zu den Monaten davor auch schon eine etwas größere Abnahme. Das heißt, eine Reduzierung können wir definitiv sehen. Vorsteuerliches Ergebnis vom EBT haben wir ein Minus von 146 Millionen US-Dollar. Nettoergebnis sind wir aktuell hier mit 136 Millionen US-Dollar, auch ebenfalls im roten Bereich. Die Nettomarge auch hier relativ interessant. Beträgt minus 12,2% und der Gewinn pro Aktie ist hier notiert mit einem Verlust von 0,23 US-Dollar. Und damit haben wir erstmal die ersten Positionen hier fertig und da gucken wir mal kurz, wie die jetzt abgeglichen werden. Weil bei Quartalszahlen kommt es immer darauf an, wie die Aktionäre da zufrieden sind. Wenn diese Ergebnisse jetzt extrem überschlagen und durchaus positiver ausfallen als jetzt nächstes gedacht, dann können wir bei AMC Entertainment auch mit einem steigenden Trend rechnen. Jetzt aber kurz zu der Standard Analyse als erstes zu der Nachfrage hier bei AMC Entertainment konnten wir ein Plus generieren, sind aktuell bleibt Platz 5 positioniert von Platz 8, ein guter Anstieg, wie ich finde, auch über die 10.000 Suchanfragen sind wir aktuell wieder gekommen, die standardisierte Rektoralisierung haben wir noch immer, wir gehen diesen sozusagen diesen Geldfluss hinterher, finanzielle Sektoren, aber auch einzelne größere Technologiesektoren sind am heutigen Tag die etwas größeren Verlierer, Grundmaterial und industrielle Sektoren, auch außer die Rüstungsindustrie und die Energiesektoren haben wir eigentlich überwiegend ein relativ negatives Bild. Das Sargpool von AMC Entertainment auch hier gekennzeichnet mit einem etwas gleichbleibenden Trend, würde ich erstmal behaupten. Wir sehen jetzt hier, dass hier gar nicht mehr so viel passiert ist. Wir bleiben auf dem kontinuierlichen Niveau. Der Netto-Short-Quote ist leicht gestiegen. Wir können natürlich noch ein kleines bisschen runtergehen. Damit sehen wir, dass die allgemeine Short-Quote auch wieder hochgegangen ist auf bis zu 60% und damit fast am Top-Punkt angekommen ist. Das Ganze sagt natürlich aus, dass aktuell auch wieder einiges auf AMC Entertainment gegen den Kurs gesetzt wird. Hoffentlich bräuchte sie das im kommenden Tag jetzt einmal kurz. Zum allgemeinen Volumen zum Start der Börsen haben wir ein Volumen von 7.768.799 Shares gehabt. Das hat sie im Laufe des weiteren Nachmittags leicht zurückgezogen. Aktuell, zum aktuellen Zeitpunkt, in den aktuellen Stunden sind wir noch immer bei ca. 870.000 Shares positioniert. Wir können noch ein kleines bisschen weitergehen, gucken an der Stelle noch einmal kurz auf die einzelne Short-Quote und gleichen das einmal ab und da müssen wir einmal kurz hier sein. Hier haben wir natürlich die Short-Performance und gerade da sehen wir jetzt nach diesem etwas größeren Anstieg, dass wir hier auf diese 61% kommen, die wir bereits auch schon in dieser Statistik vorgelegt haben. Damit haben wir die Situation geklärt. Jetzt zurück zu AMC Entertainment und zu diesen einzelnen Situationen mit der Seitwärtsbewegung, in der wir aktuell gefangen sind. Und gerade da nochmal der wichtige Punkt für alle, die den ersten Teil vielleicht, weil ich so schnell geredet habe, leicht überpasst haben oder verpasst haben. Die Quartalsergebnisse werden erst wahrscheinlich morgen mit in den Kurs eingebunden bzw. in den vorbörslichen Bereich gehen. Deswegen haben wir natürlich die Auswirkungen hier erstmal am heutigen Tag noch nicht zu sehen, obwohl hier eigentlich am heutigen Tag die AMC Earning Calls notiert sind. Somit jetzt aber erstmal zurück zu dieser Seitwärtsbewegung. Die sehen wir allgemein, ich zeige mal einfach kurz drüber, dass wir innerhalb dieser Linie eigentlich immer zwischen zwei einzelne Linien pendeln und das ist schon eine ewige Auffälligkeit, die wir natürlich erwähnen müssen. Die erste Position wäre bei ca. 14,42 US-Dollar im unteren Bereich, dienend als Boden und dann der obere Bereich bei 19,9 US-Dollar. Beide einzelnen Resistenzlinien sind sozusagen ein Maß, eine Art Begrenzung, zwischen denen sich der Kurs aktuell widerspiegelt. Und hier bei AMC Entertainment sehen wir das relativ deutlich, dass wir bereits schon seit Januar, seit dem 18. Januar förmlicherweise in dieser Seitwärtsbewegung gefangen sind. Wir hatten zwischenzeitlich mal einen kleinen Ausbruch gehabt, das nennt sie aber kein Ausbruch förmlicherweise eher nicht, sondern vielleicht eher eine Art Randtester. Wir sind erst ausgebrochen, wenn der komplette Balken, und das meine ich jetzt wirklich ernst, komplette Balken hier über diese Marke rüber ist, das hatten wir noch kein einziges Mal, von daher können wir hier stattdessen von einer Seitwärtsbewegung noch immer reden. Und damit hoffen wir jetzt wirklich, dass die Quartalszahlen ein kleines bisschen Input liefern, ein kleines bisschen Schwung in das Ganze reinbringen und zudem den Kurs von AMC Entertainment über diese Marke bei ca. 19,9 US oder befördern. Dazu gucken wir uns wahrscheinlich noch einmal heute kurz einmal den heutigen Verlauf um 15.30 Uhr an, um zu gucken, wie die Marktsituation am heutigen hier bereits zum Start der US-amerikanischen Märkte reagiert hat. Wir haben hier ein relativ starkes Plus gehabt, konnten erst im positiven Bereich ziehen, dann ging das wieder weit nach unten und erstmal wieder mehr Gewinn mitnahm als alles andere. So kam zumindest das heutige Minus von ca. 3,13% zustande. Somit sind wir erstmal gefangen in einer Seitwärtsbewegung. Wir hoffen, dass die Quartalszahlen den Weg
in das Positive segnen und wahrscheinlich auch wieder dazu beitragen können, höhere Preisbereiche zu erreichen. Dazu gehören wahrscheinlich erstmal Marken bei ca. 23, 25 und 27 US-Dollar. Auch hier erstmal eine Form einer weißen Trendlinie gekennzeichnet. Somit haben wir die aktuelle Situation bei AMC Entertainment geklärt. Ich will noch eine Frage an euch stellen. Wie findet ihr dieses Chartbild? Wollt ihr lieber türkise Balken als positiv oder lieber grüne Balken als positiv? Mal kurz komplett random in den Raum geworfen. Ja, somit, soweit, so gut. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und um diese Kommentare geht es aktuell jetzt auch. Wir gucken wieder die Kommentare vom letzten Video an. Also gerne Kommentare unter diesem Video schreiben, damit du beim nächsten Daily AMC Video dabei bist. Davor aber gerne abonnieren, sonst nehme ich dich nicht dran. Kappa. An der Stelle müssen wir mal ein kurzes Video suchen. Hier ein starkes Zeichen am gestrigen Tag. Da haben wir das auch schon gefunden. Auch so, jetzt müssen wir mal ein bisschen weiter nach unten scrollen. Mit 29 Kommentare haben wir natürlich schon wieder eine beachtliche Summe. Somit gucken wir mal kurz eben durch und fangen an mit dem ersten Kommentar. Alexander Schumacher schreibt, super Video, vielen Dank. Aktuell habe ich 200 Aktien mit durchschnittlich oder einem durchschnittlichen Buy-in von 32 Euro. Habe leider vor einem Jahr teuer eingekauft. Ja, ich glaube, da bist du nicht der Einzige. Und danach immer wieder zugekauft. Das ist die richtige Situation. Den Buy-in weiter nach unten drücken. Auch wenn ein Minus von 47% wehtut, halte ich. Ich bin da ebenfalls komplett deiner Meinung. So muss das sein. Wer jetzt verkauft, ist wie gesagt eher auf der dümmeren Seite gelandet. Halte ich. Alles andere macht keinen Sinn. Stimme ich dir ebenfalls zu und irgendwann werden die covern müssen. Und das stimmt, das ist der Punkt. Wir spielen nicht gegen die Zeit, die Hedgefonds spielen gegen die Zeit. Trade Now schreibt, wir schaffen das, Männer. AMC to the moon, baby. Schreibt er hier in die Kommentare mit einem Hashtag R.O. Auch wieder dabei. Herzlich willkommen hier auch alle an den neuen Zuschauer hier in diesem Chat, wollte ich gerade sagen, aber hier in meinen Videos unter den Kommentaren, wie auch immer. Gewohnte Top-Analyse. Ja, das freut mir natürlich. Besten Dank. B.B. schreibt, top, wie immer auch. Besten Dank zurück. Top, dass du da bist hier. Der Dr. Oma wieder da. Haben uns lange nicht mehr gehört. Ich bin sehr erregt bei dieser Aktie. Ja, so muss das auch sein. Lupe auch mal wieder am Start. Danke, Joe. Gerne Lupe an der Stelle. B.B. mit einem weiteren Kommentar. Wie sind die Darkpool-Daten? Halte 2000 Stück und war über 1000 im Plus. Hab keine einzige verkauft. Und da gehört natürlich schon was zu. So muss das sein. Das ist natürlich Disziplin. Und das ist das, was wir bei AMC Entertainment und auch unter dieser Ape-Community sehen wollt, der nächste Kommentar auch ein weiterer von Trade Now hier. Sehr informative und sinnhaftige Analyse. Auch besten Dank für dein Feedback. Forsty mit ein paar Diamonds, dann geht es weiter mit Philippe Bin am Start. Ja, so muss das sein. Auch von dir, beste Stelle. Dank. Forsty hat dir noch ein paar Smileys reingeballert mit ein paar einzelnen Diamonds und davor hast du eigentlich noch nie in den Kommentaren geschrieben. Vielleicht hast du nur die Videos geguckt und nicht kommentiert. Du lebst noch, schreibt er auch noch ein bisschen weiter. Hier ein paar Emojis mit Joe. Yeah, erster, schreibt der Darius. Du kenne ich dir auch noch von den Kommentaren. Und hier natürlich die Diamond Hands, die natürlich extrem wichtig bei AMC Entertainment sind. Somit wünsche ich euch noch einen schönen Start in den Abend. Wir sehen uns morgen wieder zu weiteren neuen Updates zur aktuellen Situation, aber auch zu AMC Entertainment. Deswegen würde ich mich extrem geschmeichelt fühlen, wenn du gerne den Abo-Button drückst, um diese einzelnen Analysen zukünftigerweise nicht zu verpassen. 10 Videos die Woche stehen hier an für dich, kurz und knapp über alle möglichen Situationen rund um Börse und Aktien. Gerne auch bei meinem Krypto-Kanal vorbeischauen. An der Stelle einen schönen Abend. Haut rein, macht's gut und ciao.